Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wilson. Und ich habe immer noch ein bisschen Energy. So. So kann der Part beginnen. Wir brauchen noch einen mittleren Gesundheitstrank, damit das hier unten schöner aussieht. Trotz allem bin ich ja noch eine Frau und das muss schön sein. So. Weiß nicht, also ich finde Feuer immer noch besser. Irgendwie macht das nicht so den Schaden. Aber der Feuerball halt irgendwie mehr. Vielleicht sind zwei Feuerbälle doch nicht schlecht. Aber wir probieren es mal aus. Ich renne natürlich in die Sackgasse. Ah, cool. Animation ist schon nicht schlecht, ne? Das muss man jetzt mal lassen. Bis das explodiert. Naja. Vielleicht muss man das einfach auch entsprechend geskillt haben, glaube ich. Also ich finde, Feuer macht bei mir einfach mehr Schaden. Warte mal, hier geht's tiefer in einem sowieso schon tiefer gehenden Keller. Die checken das aber auch erstmal nicht, ne? Lol, was ist das denn für einer, ey? Grabräuber. Der holt sich ja erstmal die ganzen Untoten hier ran, ey. Der ist ja mal cool. So, aber wir haben ja noch Gelegenheit, unsere Fähigkeit mal so aufzuwerten, dass man das ordentlich ausprobieren kann. Wirbelwind. Und wenn dann irgendwann mal die Beta kommt, dann kann man bestimmt auch ein bisschen besser probieren. Verbrennungsfiole, das ist neu. Dann kann man das auf jeden Fall wahrscheinlich auch besser probieren, dann, ich sag mal, so auf Krieger oder sowas zu gehen oder Bogenschütze. So ein bisschen DH-mäßig wäre cool. Achso, hier ist der Ausgang. Hör, alles klar. Wie langweilig. Warte mal, Level 3 dann. Nee. Sieht auch nicht schlecht aus hier, ne? Okay. Hier jemals ein Eingang sein wird in der Zukunft? Das sieht aus, als ob man hier dann zu einer Quest hin muss, die noch nicht geschrieben ist. So, ich würde sagen, wir gucken jetzt aber mal, dass wir irgendwie zu diesen Sternen hier kommen. Warte mal. Ja, wir gehen ja so richtig falsch. Muss in der Nähe eines Wegpunktes sein. Toll. Dann porten wir uns mal zurück und gehen mal zu diesem einen Wegpunkt. Und wenn wir eh schon mal hier sind, können wir auch gleich ein bisschen was verscherbeln. Leichenbestatter des Feuers. Ey, den will ich haben. Leben pro Treffer, Zähigkeit maximaler Leben. Maximaler Leben, genau.
Er ist besser. Cool. Ein Ledergürtel. Abklingzeit auf alle Zauber. Ja, das machen wir mal weg. So. Wir rüsten das einfach mal aus. Das schadet ja nicht. So, den können wir, glaube ich, noch lernen. Nein, das können wir alles schon. Dann kriegt der Heini das jetzt. Wir können ja mal. Hat der nicht? Nee, der hat das nicht. Hatte er das hier? Oder er? Es gab doch für 12.000 da Feuerregen. Feuerprojektile vom Himmel. Ja, Mann. Oh, das sieht gut aus. Das sieht fett aus. Das kommt da jetzt auch hin. Nice. So. Leveln wir jetzt auch mal so hoch es geht. Die sind so praktisch, die Dinger hier, ne? Das finde ich gut. Dann nehmen wir uns mal die Fiole auf. So einen Transmogger gibt es hier, glaube ich, nicht, oder? Noch nicht. Sagen wir es mal so. Hier richtig. Ja, jetzt müssen wir nur irgendwie noch geradeaus gehen auf diese Dinger zu. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das anstellen. Oh, stopp, stopp, stopp. Abklingzeit der Fertigkeit. Es ist mein Spiel. Guck mal, wie lang dieser Feuerhagel einfach geht. Nice. Aber die fetten Feuerbälle. Also ich finde, Feuer macht einfach mehr Schaden. Wobei Blitz geiler aussieht, das muss ich echt sagen. Lieber Matze. Wie komme ich denn da jetzt hin, ihr Geier, ey? Kann ich jetzt hier lang gehen? Kann ich hier bitte mal ranzoomen oder so? Vielleicht muss ich hier lang gehen. Aber hier war ich ja, oder? Doch, hier sind wir lang gegangen. Das hat uns aber nicht zum Ziel geführt. Nee. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Vielleicht kann man ja hier irgendwie rüber hinkommen. In die andere Richtung sind wir auf jeden Fall noch nicht gegangen. Oh, sieht so schön hier aus. Mit diesem Bäumchen hier auch noch. Ich finde cool, dass die so ein bisschen herbstlich aussehen oder mal nicht so herbstlich. Das ist schon echt nett gemacht. Das muss man dem Spiel lassen. Aber ich bin echt gespannt auf dieses Update. Ob das echt so richtig fette Neuerungen bringt. Okay, das sieht hier schon mehr aus, als ob wir hier hin müssen. Kommt richtige Badass-Musik. Okay. Alles klar. Bis hierhin haben sie programmiert. Dann hat es aufgehört. Wow, hier sind Leute. Die habe ich gar nicht gesehen. Was macht denn Feuer für einen Schaden? Der Feuerhagel, das muss ich gleich mal ausprobieren. Naja, es macht zusätzlich Feuerschaden, ne? So kann man nicht meckern. Wenn man das jetzt noch voll skillt, dann ist das bestimmt nicht schlecht. Diese Umbra-Explosion, ey, ob man die macht oder nicht. Ich glaube, entweder ist das Spiel im Moment eher so, auf, dass man sich auf Feuer skillt oder so ein bisschen auf Blitz. Ich habe jetzt ja zum Beispiel auch Feuerfertigkeiten und so, auf sowas habe ich geachtet. Das ist ja mal cool. Hier ist so ein Zeichendings oder so.
Sieht schon geil aus. Jetzt nimm doch mal deinen Stab da weg, Mann. Ich will mir das angucken. Was zu bedeuten hat. Wer sich die Zeit genommen hat von den Gegnern, um das dahin zu malen? Ob uns hier was erwartet, wer weiß. So kann man schon ein bisschen vorpredikten, so weißt du. Hier so alles reinhalten, das ist schon keine schlechte Idee. Wir brauchen mehr Umbra-Tränke, ey. Ich glaube, ich werde drei Umbra-Tränke mitnehmen und einen Lebenstrank. Oder später dann vier Umbra-Tränke und einen Lebenstrank. Wobei ich das ja noch nicht genau sagen kann. Der lässt sich überhaupt nicht davon jucken, der Skelettkrieger hier. Ja, Level 13. Yes. Schaden für Zauber, durchschnittlich gut. Stimmt den Zauberschaden, Fernkampfschaden, Leben, Nahkampfschaden. Ich finde gut, dass das zum Beispiel nicht einfach nur so auf Krieger oder so ausgeschnitten ist, sondern dass man da schon ein bisschen gucken muss. Was denn jetzt? So. Hatten wir hier Bewegungsgeschwindigkeit. Heilkugeln füllen jetzt zwei Portionen deines Gesundheitstrankes. Ach komm. Oh, wir haben sogar noch eins. Stapeldauer des Willenskraftschubes. Hier. So. Wahrscheinlich schlägt sich Matze schon die Hände über den Kopf und sagt, was hat die da verskillt? Was soll das denn? Ob hier mal ein Weg entstehen soll? Wie komme ich denn da jetzt rüber? Das ist jetzt mal die Frage hier. Muss ich da nicht irgendwie hin? Okay, es war nur ein extra Weg. Hier kann ich auch nur die Landschaft genießen. Wie komme ich denn jetzt da oben hin? Das ist jetzt mal eine berechtigte Frage. Oder man kann da gar nicht hinkommen, ich weiß es gar nicht. Da sind auf jeden Fall Viecher. Ja, ich gehe jetzt doch noch mal hier lang, ne? Also ich weiß nicht, wo ich sonst lang gehen soll, ehrlich gesagt. Hier bringt uns das aber auch nicht weiter. Ich kann ja mal hier lang gehen. Ich bin ja da hochgegangen, jetzt gehe ich mal hier lang. Vielleicht ist das ja ein anderer Weg oder so. Oder man muss erst durch einen Tunnel gehen, das kann natürlich auch sein. Ich laufe ein bisschen planlos hier durch die Gegend. Nein, das sieht gut aus, hier war ich noch nicht. Das sieht so aus, wie da musst du jetzt reingehen, damit es weitergeht. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Es sieht so aus. Wo
Okay, alles klar. Es wird ein bisschen grün. Bisschen giftig. Die haben voll die coolen Geräusche, finde ich. Da-dam, da-dam, ich hab euch getötet, bevor ihr überhaupt gesehen habt, dass ich da bin. Ach, ich liebe das. Oh, da ist ein Typ. Da ist ein Typ. Ein bisschen Umbra-Trank. Schnell diese Pitos-Dinger wegmachen. Der sieht schon ein bisschen aus wie der Schlechter, ne? Der kotzt hier noch ein bisschen was von seinen Mageninnereien aus. Eine Truhe. Ja, aber gut, an Geld kommt man hier dann doch schon, ne? Ey, das sieht so cool hier aus. Kommen da schon die Viecher an. Ich möchte ja mir einfach nur in Ruhe die Gegend mal angucken, weil das voll gut gemacht ist, ja. Auch so detailreich, ne? Schon nicht schlecht. Als ob die nicht merken, dass da so eine Umbra-Explosion gleich stattfindet. Hier haben wir das große Feuer des Lebens. Hier werden die Skelette ein bisschen verbuggt. Grünes Feuer, ey, das ist geil. Das hat irgendwie so ein Necromancer-Flair. Ich finde so grünes Feuer, das passt einfach zu Nekromanten. Ich finde Totenbeschwörer als deutsches Wort viel geiler als Nekromanten, ehrlich gesagt. Okay, halt. Wir machen die mal schnell weg. Ich hätte keine Ahnung, was er hier macht, ey. So. Ja, liebe Bosse, legt euch nicht mit Chihiro an, ich sag euch das. Das verlangsamt die aber schon ein bisschen, oder? Okay, da ist das nächste, was ich da mal reinhalten muss. Boah, dieser Umbra-Kram, ne? Das geht mir jetzt schon auf die Nerven. Warten wir einen Moment. Dumm die Dummen. Oder wir nehmen irgendwie sowas wie Aufstampfen rein, womit man die Wut schneller leer kriegt und sich das Umbra schneller regeneriert oder so. Warte mal. Das können wir jetzt ja mal schnell nachgucken, ne? So. Angriff, Platzwunde, Erschütterung. Ja, guck mal einer an. Das läuft doch. Eine Truhe. Da muss ich hin. Könnt ihr langsam mal gucken, ob wir was Besseres haben. Blitzschlag kennen wir natürlich schon. Amulett des Barbaren. So. Umbra-Trank. Nice. Oh, Spiel. So. Nein, wir sind nicht auf Umbra abgelehnt. Nein.
Haben wir hier schönes, ein Amulett. Ein orkischer Beschützer. Abklingzeit. Erhöht das wiederhergestellte Leben. Crit-Chance. Ingenieurstab des Umbra. Schaden an Untote, Schaden an Menschliche. Dazu können wir bestimmt noch ein Schild ausrüsten, oder? Nein, können wir nicht. Ich frage mich, was davon jetzt besser ist. Mittlere Geschwindigkeit. Aber man hat ja halt bei dem Gelben halt 25% mehr Schaden und so, ne? Das könnte es schon was ausmachen. Wir probieren's. Und natürlich an dieser fetten Mobmasse da oben. Oh! Das ist ja cool. Kannst du dich mal entscheiden, was du machen willst, Digga? Danke. So, dann haben wir zumindest schon mal eine sinnvollere Fähigkeit. War hier schon alles gestorben? Die warten dann hier auch, kann das sein? Warte, hier steht noch, glaube ich, einer. So. Dann diese fette, glitzernde Truhe. Kein Platz im Inventar, ist euer Ernst? Ja, stimmt, die haben echt recht, das ist ja krass. Okay, dann mal zurück. So, dem Typen erstmal die Bücher schenken. Dann hier dem Händler alles in den Arsch schieben. Boah, wir sind so cool. Warum? Jetzt haben wir das Buch Feuerregen gekriegt. Und wir haben extra Geld dafür ausgegeben. Aber egal. Vielleicht kriegen wir ja besonders viel von diesen komischen Kristallen da bei diesem Heini. Warum wird denn das jetzt dauerleer? Das finde ich jetzt nicht gut. Leichenbestatter des Feuers. Ist das jetzt irgendwie an dem Stab? Nee, ne? Hm. Das kennen wir doch schon. Wir erhöhen den Explosionsradius.
Na schön. Das hat die jetzt ja voll zerlegt. Guck mal, hier brennt es noch. Kommt doch mal her. Digi. Okay. Wir stehen nebeneinander. Das ist ein guter Freund von mir hier, der Typ. Der sieht gut aus, oder? Ich meine, so richtig schön trainierte Oberschenkel, wo ein bisschen Sachen rausgucken. Alles ganz normal. So. Nicht meine Truhe habt ihr hier für mich und ich gehe extra lang. Schön, dass das auch hier passiert, weil in Diablo passiert das auch ständig. Oh geil. Sieht schon cool aus, ne? Also, ich mach das gerne. Die zwei haben es überlebt. Das geht ja mal gar nicht. Nicht genug Umbra, warum denn nicht? So, hatte ich ein bisschen zerlegt, ne? Pech gehabt, Digga. So, wir laufen hier richtig mit Plan durch die Gänge. Sagte sie und läuft voll in die Sackgasse. Dekorierter stählerner Helm, ey, nice. Den gucken wir uns doch mal an, würde ich sagen. So. Fähigkeit minus Schaden durch Untote und Blitzwiderstand. 5% Chance. Nehmen wir. Können wir auch irgendwelche Steine reinklatschen, das passt. So, ich würde den Part jetzt hier aber erstmal beenden. Und damit dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit erstmal ciao und bis zum nächsten Part.